Es wird auf der anderen Seite aber auch natürlich eine ganz große Anzahl von neuen Services geben dadurch, beispielsweise die ganzen Werbedienste für mit lokaler Ausrichtung, die eben zwingend auf eine exakte Standortbestimmung angewiesen sind. Und durch diese Entwicklung wird eigentlich erst das Internet wirklich dann zum täglichen und umfassenden, dauernden Begleiter der Menschen werden. Zweiter Punkt. Digitale Erlösniveaus sind allerdings unsicherer als in der tradierten Welt. Also insoweit, dass generell sicherlich relativ belastbar vorhersagbare Wachstum in toto kann man nicht unbedingt auf einzelne individuelle Geschäftsmodelle beziehen, denn digitale Geschäftsmodelle sind per se unsicherer. Wir haben hier verschiedene Komponenten. Wir haben auf der einen Seite eben einen Preisverfall für die Infrastruktur, also die Basis der Übermittlung dieser Dienste. Das klingt ja im ersten Moment nach einer guten Nachricht, weil dann ja den Mediennutzern auch mehr Geld zur Verfügung steht zur Nutzung der Inhalte. Gleichzeitig haben wir es aber auch zu tun mit einem durchaus nicht nur latent vorhandenen Risiko des Preisverfalls bei den Inhaltemärkten. Ich habe hier nochmal aufgezeigt, eine langfristige Trendentwicklung für den deutschen Musikmarkt. Sie sehen die hellblau unterlegten Balken, das ist der absolute Rückgang der traditionellen Tonträger. Und die dunkelblau aufgeführten Säulen zeigen eben ein ganz, ganz erhebliches Wachstum im digitalen Musikbereich, was aber insgesamt nicht ausreicht, um das Marktschrumpfen insgesamt zu verhindern. Und das ist ein Phänomen, was sicherlich exemplarisch ist in der Musikindustrie, was aber in anderen Bereichen auch so gelten kann. Ob hier, wie manche Auguren das sagen, der Faktor 1 zu 10 gilt, ich weiß es nicht, in Einzelfällen sicherlich. Aber wir haben jüngst noch eine Studie erstellt, eine international angelegte Studie zur Zukunft der Printmärkte, der Zeitschriftenmärkte. Und dort war auch eine der wesentlichen Aussagen, die Preisbereitschaft bei Konsumenten für digital übermittelte Magazine oder Zeitschrifteninhalte lag dann nur bei 35% verglichen mit dem, was sie heute für ein gedrucktes Magazin bereit sind zu bezahlen. Also man sieht hier ganz gewaltige Erlöseinbrüche. Und ja, das wird natürlich auch nicht ohne Auswirkung bleiben auf die Werbung. Das Internet hat zu einer Gratis-Mentalität geführt, die ihrerseits natürlich auch diesen auch technisch begründbaren Preisverfall noch zusätzlich unterstützt hat. Und insoweit werden wir sicherlich in der Zukunft deutlich mehr werbungsfinanzierte Geschäftsmodelle sehen gegenüber nutzungsgebührenfinanzierten Inhalten. Und neben dieser Verlagerung haben wir natürlich hier auch ein weiteres Phänomen. Also wir sehen, dass die Online-Werbung sehr, sehr stark wächst. Wir rechnen für die nächsten Jahre mit einem jährlichen Anstieg in der Größenordnung von über 25% pro Jahr. Das führt zum einen zu einer Verlagerung von Werbebudgets, es führt zu anderen aber auch zu einem in toto schrumpfenden Markt in der herkömmlichen Werbung. Und was ja sich als nahezu wichtigste Komponente hier noch herauskristallisiert, der Charakter von Werbung wird sich auch total verändern, denn elektronische oder Online-Werbung ermöglicht ein ganz anderes Targeting, ermöglicht vor allen Dingen eine ganz andere Rückkopplung, was den Erfolg betrifft. Und insoweit, wenn man das mal ganz breit formuliert, die Accountability, also der Rechtfertigungszwang für Werbung, wird sich enorm erhöhen in den nächsten Jahren. Also hier haben wir es auch mit einer gewaltigen Verschiebung zu tun. Die Mediennutzung wird interaktiver und das ist sicherlich das, was landläufig so am ehesten und am plakativsten unter der Überschrift Web 2.0 verstanden wird, Mitmach-Web zum Beispiel. Und wenn wir uns das mal unter verschiedenen Perspektiven anschauen, dann kann man da folgende Punkte herauskristallisieren. Also wir werden zukünftig neue Kanäle sehen. Wir haben über Breitbandnetze eben kurz gesprochen, die Mobile Devices als sinnvolle und logische Weiterentwicklung, aber auch zum Beispiel die Spieleplattformen als ein ganz ja wirklich mittlerweile etabliert, in der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht so stark angekommen, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, wirklich etablierter Kanal mit ganz eigenen ja, Gesetzmäßigkeiten, was die Aufmerksamkeit, was die Interaktivität, was die Identifikation mit den Inhalten betrifft. Wir werden neue Quellen sehen, also an erster Stelle zu nennen die zunehmende Nutzergenerierung, die sicherlich nicht die herkömmliche Erzeugung ablösen wird, aber
flankierend an, insoweit auch die Inhalteproduktion bereichern wird. Neue Wege zum Inhalt, die Suche, Empfehlung der Nutzer untereinander und letztlich neue Arten der Interaktion, also das Teilen, das Mixen, das Neukonfigurieren. All das sind Phänomene, die letztlich dazu beitragen, dass die Medien eben sehr, sehr stark ein Begleiter des Menschen sind, idealtypisch durch den ganzen Tag, im Beruf, im Privatleben und insoweit also auch wirklich die Lebensgewohnheiten und die Präferenzen der Nutzer sehr, sehr stark aufgreifen, verarbeiten, ihrerseits beeinflussen. Die Medienlandschaft wird gleichzeitig dadurch bunter werden. Wir haben es hier zu tun mit einer höheren Angebotsvielfalt. Wie gesagt, die wird teilweise die bisherigen Gewohnheiten ablösen, wird aber in vielen Situationen auch an die Stelle dieser alten Gewohnheiten treten. Die Mediennutzung wird insgesamt vielfältiger. Die Individualität des Angebotes wird größer, Stichwort Long Tail. Gleichzeitig heißt es aber auch, wir werden hier sehr viel mehr neue Angebote sehen. Vorhin in der Auftaktveranstaltung heute Vormittag klang kurz an die Frage, wird es noch Marken geben, ja oder nein? Wird es neue Marken geben? Werden vielleicht auch neue Marken sehr schnell wieder verschwinden? Also das Veränderungstempo wird sicherlich größer und damit eben auch die latenten Unsicherheiten, wie man auf diese neuen Entwicklungen, wie man denen begegnet, wie man denen erfolgreich begegnet, werden sicherlich größer. Und gleichzeitig, glaube ich, kann man auch erwarten, dass es eben in Zukunft zur Entwicklung neuer Formate kommen wird, hybrider Formate, die eben alte und neue Angebote kombinieren, beispielsweise interessante Kopplungen im Bereich Online und Print, aber zum Beispiel auch Ansätze im Bereich klassisches Fernsehen in Verbindung mit Games, also sozusagen hybride neue Formate, die eben auch geänderte Nutzungsgewohnheiten aufgreifen werden. Weiterer Aspekt, der gerade hier in Deutschland eine wichtige Rolle spielen wird, die Demografie wird spürbar. Wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass eine Generation, eben diese Internetgeneration, stärker noch ins Berufsleben geht, dadurch mehr verfügbare Kaufkraft hat und gleichzeitig sehr, sehr stark aus der Jugend durch das Internet schon sozialisiert ist. Und insoweit das Einzige, was dem vielleicht entgegenstehen könnte, sind gewisse Einschränkungen vom Zeitkonsum her, den eben die Jugendlichen, die noch nicht im Beruf sind, sicherlich sehr viel stärker haben als Menschen, die im Berufsleben stehen. Aber sehr viel entscheidender ist, glaube ich, dass eben hier gewisse Nutzungsgewohnheiten, gewisse ganz ausgeprägte Erwartungen an den Konsum von Medien, man sieht, wird das auch sehr stark im Games-Bereich sehen, wie das über den spielerischen Bereich sich in viele Bereiche des tatsächlichen beruflichen Lebens hinaus verbreitern wird. Dieser Einfluss, der demografische Einfluss, wird in den wachstumsstarken Schwellenländern noch viel, viel stärker sein. Also der Anteil der unter 25-Jährigen beispielsweise beträgt in Indien 50%, in den USA 34%, in Deutschland liegt er bei 25%. Also auch ein Phänomen, was häufig übersehen wird. USA ist nach wie vor ein netto wachsendes Land, ungefähr so mit knapp 1% pro Jahr, glaube ich, Bevölkerungswachstum. Sehr viel mehr junger Bevölkerung, und das werden wir in Deutschland sicherlich auf der einen Seite zu spüren bekommen, wachstumsdämpfend. Wir haben es eingangs bei den Zahlen gesehen. Auf der anderen Seite wird man sich ganz deutlich machen müssen, dass diese weltweite Demografie und die das Heranwachsen von jungen Nutzerschichten, die vermehrte Kaufkraft, die haben, dass das alles auch die Art und Weise, wie wir den Medienkonsum hier bei uns ablaufen lassen, beeinflussen wird, bis hin zu einer sehr viel stärkeren Akzeptanz von Genres und stilistischen Vorlieben in diesen Wachstumsregionen.